Bereits vor ein paar Monaten haben wir euch Begriffe rund ums Studium vorgestellt, die man öfter hört und wissen sollte. Falls du dich also schon mal gefragt hast, was ein Tutorium oder was eine Fakultät ist, bleib unbedingt dran. Herzlich willkommen bei JobWiki. In vielen unserer Videos habe ich schon von einer Promotion gesprochen. Eine Promotion bedeutet die Verleihung des Doktorgrades, abgekürzt als DR. In einem bestimmten Fach. Durch die Doktorarbeit stellst du deine Fähigkeit zur vertieften wissenschaftlichen Arbeit unter Beweis. Die Bewertung der Doktorarbeit erfolgt meist mit lateinischen Bezeichnungen, die auf 3 Stufen bewertet werden kann. Wenn du nun also von einem promovierten Wissenschaftler oder Professor hörst, weißt du nun, was das bedeutet. Auch das Wort Kommilitone oder Kommilitonen wirst du oft in der Uni hören. Am Anfang meiner Studienzeit hat mich das Wort etwas getriggert, da ich es nie auf Anhieb richtig aussprechen konnte. Die Bedeutung dieses Wortes ist aber ganz einfach erklärt. Es handelt sich dabei um die Bezeichnung aller deiner Mitstudierenden. Dabei ist egal, ob sie dasselbe studieren wie du oder etwas anderes. Man sollte meinen, dass das Wort Fakultät vielleicht einfach nur ein anderes Wort für Universität ist. So dachte ich zumindest noch vor ein paar Jahren. In Wirklichkeit ist eine Fakultät aber keine eigene Universität, sondern vielmehr ein Bestandteil bzw. eine Abteilung von ihr. So bilden zusammengehörende Fachbereiche eine Fakultät. Diese sind meist verwandte Fächer innerhalb einer oder mehrerer Wissenschaften. Diese beiden Wörter können je nach Universität unterschiedliche Inhalte haben. Grundsätzlich sind beide Wörter ein anderer Ausdruck für eine Form von Lehrveranstaltungen, in der die Studenten zusammen mit einem Dozenten oder einer Dozentin über verschiedene Fragen und Themen diskutieren. Manchmal bezeichnet ein Tutorium aber auch die Nachbereitung von Vorlesungen in kleinen organisierten Gruppen. Es werden beispielsweise Übungsaufgaben unter Betreuung von Tutoren bzw. Tutorinnen bearbeitet und gelöst. Diese sind meist aber keine Dozenten, sondern Studenten aus höheren Fachsemestern. Ein Vorkurs gibt Studenten für bestimmte Fächer die Möglichkeit, das für das Fach erforderliche Grundwissen zu rekapitulieren. Vorkurse finden in der Regel ein paar Wochen vor Semesterbeginn statt und werden vor allem von mathematischen und naturwissenschaftlichen Studiengängen angeboten. Liebe Freunde, das war's auch schon für diese Woche. Hast du noch weitere Begriffe, die du nicht verstehst? Dann frag uns einfach unten in den Kommentaren. Gib dem Video einen Daumen hoch und abonniere unseren Kanal, damit wir bald die 1000 Abonnenten erreichen. Schau auch mal auf Instagram für weitere wissenswerte Dinge vorbei. Wir wünschen dir noch einen erfolgreichen Tag und sagen bis bald, hier bei JobWiki.